Seit dem 7. April herrscht Gewissheit darüber, dass Malina Klar tot ist. Obduktion und DNA-Test der Leiche der 20-jährigen Studentin, die 3 Wochen nach ihrem Verschwinden am 19. März in der Donau gefunden wurde, haben die Vermutungen bestätigt. Unklar ist jedoch weiterhin, was genau in jener Nacht passierte. Die Polizei hat bislang nur vereinzelte Puzzlestücke. So ist bekannt, dass Malina in der fraglichen Nacht auf einer Rave-Party in der Alten Melzerei in Regensburg war. Warum sie anschließend so lange im Stadtpark umherirrte und dabei noch ihr Handy verlor, ist nach wie vor offen. Dieses Rätsel hofft die Polizei durch eine toxikologische Untersuchung zu lösen. Es ist jedoch zweifelhaft, ob nach der langen Zeit noch stichhaltige Erkenntnisse zu erwarten sind. Alles spricht dafür, dass Malina einem tragischen Unfall zum Opfer gefallen und in der Donau ertrunken ist. Die Anteilnahme im Netz ist nach wie vor hoch. Auch die Spenden, die für sie gesammelt wurden, wollen die Spender zum Großteil nicht zurückhaben, sondern überlassen sie der Familie mit besten Wünschen.